Moin moin Freunde und damit herzlich willkommen ein weiteres Mal zu einer neuen Folge von Let's Play Mountain Blade. Wir fahren fort mit mir zusammen Malte und ja, dem guten Dietmar Derendorf. Aber Freunde, ich muss gleich eins weg sagen. Dies wird planmäßig die letzte Folge des Projekts werden. Ich habe es ja angekündigt gehabt, dass dieses Projekt immer so ein bisschen auf wackeligen Beinen steht. Eigentlich schon seitdem wir damit angefangen sind, vor ein paar Monaten schon, ne? Läuft auch schon auf jeden Fall Weilchen, dieses Projekt hier. Und es steht auf jeden Fall so ein bisschen auf wackeligen Beinen, hatte ich schon angekündigt gehabt. Und ja, nun ist es soweit, dass wir den Projekttausch demnächst vornehmen werden. Die Spiel ist ja noch ein bisschen älter. Ich werde auf jeden Fall, um das gleich wieder vorweg zu kicken, sobald Mountain Blade Bannerlord draußen ist, dafür soll es aber erstmal für mich draußen sein. Ihr kennt es ja, ich habe mit dem Game wirklich schon Erfahrung gemacht. Oh, ich sag mal so, ich warte eigentlich seit 2013 oder 2014 auf das Game, also so ungefähr, und das sind jetzt 6-7 Jahre meines Lebens und ich kann mir einfach nicht vorstellen, also angesagt ist es jetzt zwar für den April, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das auch nur annähernd pünktlich kommt, also ohne ein weiteres halbes Jahr Verschiebung und darauf eigentlich nochmal mindestens ein Vierteljahr Verschiebung und darauf nochmal 2 Wochen, geht gar nicht eigentlich, Freunde, das wäre absolut irrational, das würde gar nicht in mein Schemata hier passen. Dementsprechend, also ich gebe darauf noch nicht so viel, aber wenn das Game kommt, auf jeden Fall ist es natürlich, nachdem wir jetzt diesen Teil gespielt haben, den Vorgänger gespielt haben, ist der Nachfolger natürlich auch einer dieser Pflichtprogramme auf dem Kanal, dem wir uns auf jeden Fall widmen werden. Das kann ich jetzt schon mal loswerden. Ansonsten, ja, wisst ihr jetzt auf jeden Fall Bescheid. Am Donnerstag, Freunde, soll es planmäßig losgehen mit 4th Generation War 4. Ich kann euch noch nicht ganz sicher sagen, wie genau der Release aussieht. Ich weiß nur, dass das Spiel am Donnerstag rauskommen soll. Ich kann aber nicht sagen, zu welcher Uhrzeit sie das freigeben werden. Kann sein, dass das schon ab Mitternacht ist und ich dementsprechend keine Probleme habe. Kann sein, dass das jedoch erst vielleicht irgendwie am Nachmittag oder so Release wird. Was weiß ich, an welchen Uhrzeiten vor allem die sich orientieren. Auch wenn französische Entwickler und eigentlich dementsprechend unsere Zeiteinheit sein dürfte, kann das so sein, dass er was sagen kann. Ahnung, aus welchen Gründen, die müssen das am Nachmittag rausknallen oder dann erst in den späten Abendstunden. Das heißt, es ist schwierig für mich vorherzusagen, ob ich es schaffe, dazu am Donnerstag schon direkt eine Folge zu bringen. Ich bin auch immer ein bisschen überlegen, ob wir vielleicht da sogar einen Stream zu machen. Cause we can do it. Es ist schwierig, Freunde. Ich bin mal unsicher. Auf jeden Fall werdet ihr am Donnerstag dann zu was sehen. Vorausgesetzt, ich habe das Game dann in den Griffeln bereits. Sollte das zu einer Uhrzeit kommen, wo ich sage, da kriege ich dann nichts mehr auf die Beine gestellt, versuche ich bis dahin dann zumindest eine F1-Ersatzfolge an den Start zu bringen. Wenn das wirklich so ist, dass ich sage, das geht halt gar nicht, so von der Uhrzeit her. Das ist so ungefähr der Plan diesbezüglich. Gut, okay, wisst ihr jetzt Bescheid, was mit Nachfolgern ist? Jetzt kümmern wir uns tatsächlich noch ein letztes Mal also um dieses Projekt hier. Ja, und dementsprechend würde ich sagen, blicken wir mal so ein wenig durch die Reihen. Wir sind mittlerweile bei Tag 671 angelangt bei unserem guten Dietmar. Das heißt, wir laufen jetzt relativ nah der 2-Jahres-Grenze. Also schon eine ganz schöne Zeit, die wir jetzt hier in Bewegung sind. Ja, und ich würde mal sagen, wir gucken einfach mal so ein bisschen jetzt am Anfang so durch die Statistiken. Ich meine, keine Ahnung, ich glaube, es kann den einen oder anderen daraus interessieren, was wir so für Statistiken zu melden haben. Und wenn das durch ist, ja, keine Ahnung, vielleicht reiten wir ein bisschen umher, vielleicht machen wir ein bisschen was. Wir schauen einfach mal, Freunde. Das ist, wie gesagt, diese letzte Abschlussfolge. Und da wollte ich einfach mal kurz hin und her sehen. So, hier können wir jetzt akut, glaube ich, nichts machen, ne? Nee, das ist tatsächlich nicht wichtig, wobei wir können immer mal wissen, was haben wir jetzt hier. Ihr habt noch keinen Ort, an dem ihr einen Helfer schicken könntet. Ach so, Bohnen, Hilfe, Bürgermeister, das ist wahrscheinlich dann für Verstärkungstruppen. Interessant, wollen wir auf jeden Fall auch schon mal wissen. So, Charakterberichte, hier sind wir tatsächlich richtig. Also, wir haben Charakteransicht mittlerweile zusammengesammelt von 266. Wenn man das jetzt natürlich mit dem Mountain Blade Warband Wert vergleicht, ist das nichts. Da muss man auch sagen, dass das Projekt, war mal ganz kurz, wir laufen momentan jetzt hier Richtung Folge 50 ungefähr, ne, kann das sein. Das Projekt ging dann nochmal doppelt dreifach so lange tatsächlich. Das hieß also, da würden wir auch mehr zusammensammeln, wenngleich man auch da sagen muss,
Das lief aber einfacher wegen den Turnieren. Das hat es natürlich hier nicht. So, Ehrenwertung liegt bei 7. Gut, ich habe natürlich selten Gefangene freigelassen, sondern mir meistens Erlösgeld erpresst, weil wirklich der Geldbedarf in diesem Game, zumindest so wie ich das spiele, schon exorbitant ist. Truppenmoral liegt bei 97. Das ist natürlich nahezu absolut top. Maximal Turmgröße bei 79. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir halt nicht so viel bislang erreicht haben. Zumindest spielerisch, dass einfach da uns so ein bisschen Truppenlimit fehlt. Gut, Charakterbericht, mal ganz kurz. Also, wir sind adelig aus dem Königreich Schweden, das wissen wir natürlich logischerweise selber. Ja, haben uns also von Anfang an dafür Schweden entschieden. In diesem Playthrough muss ich tatsächlich sagen, wäre Russland wahrscheinlich wirklich die bessere Wahl gewesen. Damit wären wir wohl deutlich besser weggekommen. Aber, na, ist jetzt so und ich muss sagen, also ja, meine letzten Erfahrungen waren immer gewesen, dass du mit den Schweden gut gefahren bist. So in meinen privaten Spielständen, die ich hier gemacht habe, sind aber auch nicht so ultra viele. Ich habe mich auch mehr um Warband gekümmert, um diesen Teil hier. Also ich muss sagen, ich hatte hier vielleicht 4-5 Spielstände und auf Warband erheblich mehr. So, und dementsprechend, ich dachte halt, dass wir mit Schweden ganz gut fahren würden. Hat sich jetzt ein bisschen als Kontraindikator bezeichnet für Betitel. Wir können mal ganz kurz reinschauen, mal kurz gucken. Also, gut, wir haben die Russen und Pleskow zurückgenommen. Ich glaube, sonst hat Russland gut Tula verloren. Sie haben dafür Smolensk bekommen. Wir haben uns doch schon nicht ganz gut angestellt. Festung Izum haben sie auch dazu gekriegt. Also, es ist schon so. Ich glaube, wir hätten es dann mit den Russen noch ein bisschen mehr erreicht. Mit den Schweden ist es jetzt aber auch okay. Ist sowieso so ein bisschen Flickenteppich, diese Landkarte. Man muss halt sagen, dass natürlich in diesem LP Krim und die Kosaken. Ja gut, Kosaken ist nicht, aber die Krim ziemlich krass ist, ne? Ja, doch, die Krim hat ziemlich abgerissen bis hierhin. Genau, also dementsprechend dort so ein kleines Ungleichgewicht für gesorgt. Ja, war ich jetzt stehen mit ihm? Genau. Wir haben Besitztümer, wie Vici und Midalelsk. Das hat sich so ein bisschen bei uns jetzt hier eingebürgert, dass wir, egal wie häufig die Festung hin und her gereicht wird, wir, so wie wir sie haben, tatsächlich immer zugesprochen bekommen. Bin ich auch ganz zufrieden mit. Ja, eine Burg, ein Dorf hätte natürlich mehr sein können. Also ich bin schon mal froh, wenn wir es tatsächlich schaffen, dass es wirklich auch unseres ist. Ich hatte ein bisschen darauf gepocht, dass wir echt was kriegen, was weniger nah an Feindesland ist. Dass wir irgendwie was Richtung Burg, hier Dünaburg, Dorp hat. Dass wir vielleicht sowas kriegen würden. Aber gut, das hat sich natürlich dann bewiesen, dass natürlich auch hier die Grenzfestung eigentlich ganz okay gewesen wäre. Allenstein und Lieder. Dafür aber Kaun aus irgendwelchen Gründen permanent hier irgendwo irgendwie genommen wird. Ja, von daher ist okay. Mein Anliegen wäre wahrscheinlich noch auf längere Play-Fu-Sicht gewesen, auf längere Zeit. Ach, übrigens, immer wieder belagert. Wäre es gewesen, tatsächlich dann irgendwie Midalelsk und Kaun in unserer Hand zu vereinen. Dass wir zumindest so zwei Sachen hier in unserer Ecke haben. Das wäre wahrscheinlich auch ganz geil gewesen. Aber ja, gut, okay, kann man jetzt halt erstmal nichts machen. So, dann der weitere Blick. Wir haben momentan keine Freunde, aber sehr, sehr viele Feinde. Und das kommt natürlich die ganzen Plünderungen, die wir haben. Obrist Sirko, Fjodor Hovrostininin, Prinz Alexei Trubetskoy, Oberst Naum Vasiljev. Ach du heilige Sekunde, wie sind das hier? 1, 2, 3, 4... Kornet Sigmund Sluschka, 5, Janusz Kiska, 6, Obrist Jan Skretuski, oder? Skretuski? Irgendwie sowas. Also 7 sind es auf jeden Fall. 7 Feinde. Möge man jetzt auch mal in Multiple Warband im Vergleich setzen, muss man sagen. Ist eine ordentliche Anzahl. Also da haben wir uns tatsächlich echt gut was eingehandelt. Liegt natürlich an den ganzen Plünderungen, die wir gefahren sind. Aber wir brauchen, wie gesagt, es ist in diesem Game so, du brauchst halt extrem viel Schotter für gute Truppen. Was du einfach durch diese Selbstausbildung der Einheiten hast, die du einfach dort rekrutieren kannst in den Bauerndörfern, hast du halt hier nicht. Also hier musst du halt in die Tasche greifen für gute Truppen, weil wir haben schon mal drüber gesprochen gehabt, auch in Livestreams so, ne? Es ist zwar so, dass diese Bauerntruppen ganz gutes Füllmaterial sind und so Fußvolk, was man halt mal opfern kann, aber es sind halt keine guten Truppen effektiv. Also wenn man das jetzt irgendwie mit den Nordhuskal oder den den Swadischen Rittern vergleicht, Freunde, könnt ihr die absolute Tonne hauen. Also wirklich absolut. Die sind 20-fach unterlegen, so, also was das zumindest angeht, so rein vom Nutzfaktor her. So, und dementsprechend, ja,
Ja, nicht so schön. So, derzeit lesen wir keine Bücher, ist okay. Truppengröße, wir können es mal ganz kurz angucken. Wie setzt sich unsere Truppengrößenmodifikator zusammen? Wir haben eine Basisgröße von 20. Durch unseren Führungswert kriegen wir mal 28 dazu, sind wir 48. Dazu kriegen wir mal 18 durch unseren Charisma-Wert und 13 durch unser Ansehen. Interessanterweise spielt der Ansehen-Wert hier sogar ein bisschen mit rein. Habe ich tatsächlich. Ist das bei Warband auch so? Wenn ja, habe ich das noch nicht gesehen, Freunde. Dann ist mir das tatsächlich neu. Also dementsprechend kommen wir hier dann auf 79. Heißt, wir hätten durch längere Playzeit wahrscheinlich dann die Führungsmodifikator ein bisschen erweitern können. Da wäre wahrscheinlich nicht mehr so viel gegangen. Es wäre primär über tatsächlich Charisma und Ansehen gegangen. Und ich denke mal, dahin ja doch die 100er Marke wäre auf jeden Fall anzuvisieren gewesen. Muss man ganz klar so sagen. Genau, das war Truppengröße. Dann kommen wir auf Truppenmoral. Basismodifikator ist 50. Truppengröße, ja, je größer die Truppe, desto weniger positiv geht's hier. Also minus 10 plus die Führungspunkte, die uns natürlich automatisch Moral bringen. Das ist natürlich schon ganz gut. Also wir kommen schon auf einen automatischen Wert quasi hier von 90, den wir beigeliefert bekommen. Minus die Gruppengröße sind wir wieder bei 70. Dadurch dann plus 13 auf Nahrungsvielfalt und plus 4 durch jüngste Ereignisse. Also das heißt, momentan tatsächlich so, wie unsere Truppe aufgebaut ist mit der Nahrung, die wir gerade im Gepäck haben, haben wir einen Basiswert sozusagen, von dem wir gerade aktuell ausgehen können, von guten 93. Das ist schon sehr stark, muss man tatsächlich sagen. Also die Turmgröße, Turmmoral meine ich so, die Turmmoral habe ich schon ganz gut echt zusammengesetzt. Die Fraktionsbeziehungen haben natürlich jetzt das klitzekleine Problem, dass wir auch in diesem LP jetzt das mit der Polnischen Republik eingehandelt haben. Ansonsten wären wir es tatsächlich nur im Krieg mit den Russen und mit den Kosaken, aber na, so ist es jetzt halt. Gut, haben wir tatsächlich uns nicht so prickelnd angestellt. Ja, Finanzeinlagen haben wir in Reval noch 40.000 liegen. Das heißt, also ein bisschen Geld haben wir da auf jeden Fall noch. So ist es ja nicht. Was Quests angeht, hätten wir immer noch tatsächlich diese Empfehlungsschreiben für den russischen Prinzen Trubetskoy. Das jedoch könnt ihr natürlich, wer jetzt gerade mal ein bisschen aufgepasst hat, bei unseren Feinden mittlerweile vergessen, weil, Freunde, mit dem haben wir es uns ein wenig verscherzt, muss man tatsächlich sagen. Also ein klein wenig. So, was haben wir hier? Spielprotokoll ist das hier. Das ist automatisch speichern. Die Quests haben wir hier gehabt. Spielkonzepte brauche ich mir jetzt tatsächlich nicht durchlesen. Wie das Spiel funktioniert, weiß ich. Hier haben wir tatsächlich die ganzen Charaktere. Wo man auch sagen muss, dass dieses Spiel sehr geizig ist, was weiblichen Bestand angeht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also wer sich erinnern mag, Warband, du kannst durch jedes Turnier laufen, durch quasi jede Burg und du traffst immer irgendeine Tochter, irgendeine Frau von irgendeinem Fürsten. Weil die Frau von irgendeinem Fürsten mir tatsächlich relativ egal ist, es ging mir tatsächlich primär um die Töchter. Und da war tatsächlich Hochzeit und die Liebe als solches, und wenn es auch nur das politische Ding war, so, das war tatsächlich sinnvoll. Also, das war tatsächlich ein Punkt, so, der fehlt mir in diesem Game eigentlich komplett, weil du hast halt, wie gesagt, kaum Frauen in diesem Game. So, und dementsprechend ist dahingehend eigentlich echt wenig möglich. Und ja, das ist so, wenn wir bei Kritikpunkten an diesem Game sind, das ist so einer, den man dann mal loswerden muss. Also, da hätten sie tatsächlich noch was drehen dürfen, durchaus was drehen dürfen sogar, weil, wie gesagt, Heirat ist einfach in der mittelalterlichen, auch in der modernen, neuzeitlichen Politik, es ist immer ein großer Bestandteil gewesen. Ich weiß nicht, wann wurde das unwichtig? Eigentlich in dem Moment, wo Monarchien dann fielen. Also das heißt, wo die Monarchien nichts mehr zu sagen hatten, beziehungsweise wo so Erbfolgen und sowas eigentlich sehr gut gefestigt waren. Also ich sag mal, ab 1880 wird die ganze Geschichte vielleicht ein bisschen hinfällig. 1870, 1880, zumindest aus deutscher Sicht, so mit Gründung des deutschen Gesamtreichs wird es ein bisschen hinfällig, aber ich sag mal so, bis dahin einfach ist Heiratspolitik ganz wichtig, immer ein wichtiger Faktor gewesen. 1657, wo wir jetzt gerade sind, ja, das ist einfach ein Faktor. So, und der fehlt mir halt hier. Muss man ganz klar auch mal so erwähnen, so hier Fraktionen, Orte, gut, das ist alles relativ. Hier, wenn ihr so eine Festung anklickt, da könnt ihr sehen, wie viel Garnison besteht, zumindest aktuell laut unserer Erfahrung, ne, wie gesagt, der Bericht halt und die Nahrungsvorräte, wie lange die aushalten, Wohlstandsstand, können wir uns hier auch ansehen. Wir können mal kurz gucken, Festung, Midyalelsk, wo sind die? Finde ich die weiter unten? Nein, finde ich die weiter oben? Burg heißt das Ding. Achso, okay, Burg Midyalelsk. Also, Zustand sehr arm. Ja, Vici auch mit dabei. Wahrscheinlich Zustand sehr arm. Ja, wie gesagt, es ist an der Front, es wird halt permanent geplündert. Da wäre halt auch deutlich mehr drin gewesen, aber ist so. So, kommen wir mal ins Inventar hinein.
Dort haben wir momentan das schottische Breitschwert veredelt. Das ist auf jeden Fall schon mal natürlich ein starkes Ding. Wir haben halt diesen doppelläufigen Karabiner jetzt uns vor ein paar Folgen geholt. Das Ding ist halt ein richtig übler Zeitgenosse. Solange es nicht auf diese absoluten Fernschützenduelle geht, das muss man ganz klar sagen. Kugeln haben wir schon seit längerer Zeit ja die besten mit uns rumtragen. Immer 30 Stück. Jetzt gerade beim Doppelläufigen hat man ja ein bisschen mehr Munition, die man verknallt. Sind tatsächlich die zwei auf jeden Fall auch nötig. Ja, der Morion Dick kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Panzerstufe Stärke ist auch okay. Ja, ich bin mit der Uniform noch nicht gänzlich zufrieden, aber die habe ich mir so ein bisschen offen gehalten, um das ja vielleicht dann noch durch die schwarze Rüstung zu ergänzen, Freunde, die ich euch auch mal liebend gern gezeigt hätte, aber das fällt jetzt natürlich flach, wie gesagt, sind halt durch mit dem Ding. Ja, liegt einfach daran, dass wir uns, ich sag mal, vorsichtig sehr lange mit Mountain Blade Warband halt aufgehandelt haben. Ne? Also dadurch hat sozusagen, das ist die Zeit, die wir noch hatten, für dieses Game ein wenig gelitten. Ja, die Stufenstiefel sind auch in Ordnung, plus 11, geht aber wahrscheinlich auch noch erheblich mehr, also ich glaube, da sind wir auch noch nicht am Ende der Fahnenstange gewesen. Truppenpferd hätten wir natürlich, wir haben hier nur das Rassepferd gehabt, das hätte ich auch mal ganz gern geritten, aber das, dafür haben wir halt die Reitfähigkeiten jetzt auch nicht mehr zusammenbekommen. Ein Buch haben wir im Inventar um die Chirurgie von Abul al-Qasim, also Freunde, natürlich, klar, medizinisch muss man sagen, im Mittelalter, wir sind natürlich schon ein bisschen über das Mittelalter hinaus, aber in Osteuropa ist es eigentlich de facto immer noch so, sind die Araber einem natürlich medizinisch, mathematisch und vielen naturwissenschaftlichen Bereichen voraus gewesen. Muss man so sagen. Also, wenn man von so, ich sag mal vorsichtig, osmanisch-arabischer Hochkultur spricht, dann tatsächlich in diesem Zeitalter, wo es in Europa relativ dunkel war, lief es in den Ecken da ziemlich gut. Zumindest so in diese Richtung. Also wo hier der Aderlass noch Stand der Dinge war, da hatten die schon noch ein paar andere Methoden ja gehabt, Freunde. Übrigens 6.300 Taler haben wir noch momentan auf Tasche. Das heißt, unser Gesamtvermögen beläuft sich auf ungefähr 50.000. Lass es mal grob 50.000 sein. Ja, dann der Charakterbericht mal ganz kurz eben. Was haben wir Dietmar denn so erreicht, Freunde? Um da mal ganz kurz noch einen Überblick zu gewinnen. Also Dietmar Derendorf auf Level 17 haben wir ihn hochbekommen. Heißt 51 Lebenspunkte. Noch so ein Pünktchen, so ein Ding... 51 Lebenspunkte ist tatsächlich echt nicht viel, ne? Also auch wenn wir natürlich mit ordentlicher Rüstung so rumlaufen. Also merkt einfach, hier fehlt ein bisschen Levelfortschritt. Also bestimmt 5, 6, 7 Level, die wir hätten jetzt noch hier bestimmt abreißen können. Im Verhältnis auf die Schnelle, grob gesagt, ne? Auf die Schnelle relativ betrachtet. So hätten wir bestimmt noch abreißen können, hätte uns bestimmt noch in andere Gegenden und Sphären geführt. Ich weiß nicht, hat irgendwas hier dafür gesorgt, dass du mehr Lebenspunkte hast? Wendigkeit ist Waffengeschwindigkeit. Stärke ist Trefferpunkt. Intelligenz ist natürlich der Extrawert. Charisma ist die Truppengröße. Nee, gut, okay, also für die Gesundheit gab es jetzt, glaube ich, so nichts. Wundbehandlung ist die Geschwindigkeit des Heilens. Chirurgie ist die tödliche Rate. Erste Hilfe ist die Wiederherstellung bei verloren gegangenen Missionen. Ja, nee, also tatsächlich da, muss man auch sagen, ja, gibt es also keinen Wert, den wir dafür passend irgendwie erhöhen könnten. War das irgendwie anders bei Warband? Ich bin gerade schon mal überlegen von. Ihr merkt immer, ich ziehe mal den Vergleich mit Warband, aber es lohnt sich natürlich auch, weil es ist halt der legitime Vorläufer und dementsprechend kann man darüber schon mal, da wollte ich es nicht hin, den wollte ich nicht nochmal bebasteln gehen. Ja, weiß ich nicht. Ist okay, lassen wir mal so stehen. Also, was haben wir denn jetzt hier in den ganzen Werten so erreicht? Mal ganz kurz eben. Also, Eisenschwert 3, Schlagkraft 3, Granatenwurf 3, Bogenzugkraft 1, ich weiß nicht, warum wir den haben, hatten wir den von Anfang an gehabt, also er war auf jeden Fall unnötig. Bogenzugkraft brauchst du eigentlich in diesem Teil hier nicht. Ja, Waffenmeister haben wir auf 4, das hieße 180, ist momentan unsere Begrenzung. Also rein theoretisch, damit das wieder sinnig wäre, müssten wir die sogar hochschieben um 1, 2, 3 weitere Punkte. Also auf wen wir bräuchten eigentlich Waffenmeister 7, damit wir genügend Platz hätten, was zumindest die Feuerwaffe angeht, um da noch wieder was zu machen. Aber naja, haben wir halt nicht. Ist okay, Schildfähigkeit tatsächlich haben wir 0, aber wir haben glaube ich auch noch nie ein Schild besessen, ne? Nee, genau, also Schilder... Die habe ich jetzt auch so nicht gehabt, muss ich sagen, tatsächlich, weil die als solches in der Schlacht, oder zumindest in so vielen Schlachten, wie wir uns bewegen, doch mal hinfällig sein können. Weil diese Schilder, die halten nicht, also die halten schon was aus, ne? Die Stahlschilder, genauso wie die Stahlschilder im mittelalterlichen Teil halt was aus, aber also normale Schild ist bei 2 Schüssen durch. Sag ich jetzt mal vorsichtig so. Ein gutes Schild, lass es 3 sein, und Stahlschild ist halt bei vielleicht 4, 5 Schüssen, ist das Ding am Arsch.
So, die du kassierst. 5 Schüsse natürlich abzahlen ist natürlich schon etwas, das muss man ganz klar sagen, aber 5 Schüsse sind auch nicht die Welt. Also das kann mal vorkommen. So, und dementsprechend will ich dafür eigentlich keinen Waffenslot opfern, zumindest. Also sozusagen, das wäre halt das Ding, wenn wir den Nahkämpfer spielen würden, wisst ihr, was ich meine? Dafür müssten wir dann auf den Nahkämpfer ein bisschen umrüsten, dafür müssten wir dann tatsächlich gezielt auf Nahkampf gehen, dann würden wir dieses Schild mitnehmen. Aber dann würden wir halt immer eine sehr hohe Gefahr laufen, mal richtig hart getroffen zu werden, dass sie da wegfallen. So momentan werden wir nur die Glücksschüsse quasi weggeschossen, wenn irgendein Schütze fähig genug ist, uns über eine ordentliche Distanz vom Pferd zu schießen. Oder wir halt dann doch mal irgendwie ungezielt in Nahkampf verwickelt werden. Aber so viel dazu. Was haben wir dann noch? Wir haben noch Athletikwert bei 2. Der könnte natürlich auch ein bisschen höher sein für meinen Geschmack. Also auch Richtung 4 zumindest wäre gar nicht mal so schlecht. Ja, Reiten 4 bräuchten wir eigentlich noch einen halt auf jeden Fall. Auch durch hohe Schwierigkeitsstufe mit Reittempo sowie Wendigkeit. Da bräuchten wir noch einen. Schießen, ja, 4 ist erstmal okay. Damit bin ich auf jeden Fall nicht zufrieden. Das geht wohl. Kriegen wir weniger Genauigkeitsabzug. Plündern 2 haben wir natürlich jetzt nochmal gemacht. Erhöht Beutemenge bei Plünderung um 10. Ich glaube, es soll 10 sein, nicht 10 pro Fertigkeitsstufe. Ich weiß nicht, was sie da gebastelt haben, aber die Beutemenge tatsächlich um 10 zu erhöhen, ja, ist tatsächlich so ein bisschen auch so Glücksspiel. Aber, weißt du, also Plünderung musst du auch immer ein bisschen mit Inventarverwaltung zusammenhängen, ne, sehen, ne? Weil, was hilft, wenn du 10.000 Sachen Plündergut hast, wenn du legitim das Ganze nicht tragen kannst? Das heißt, das muss man immer so ein bisschen Schritt halten mit der Inventarverwaltung. Inventarverwaltung kommt gleich noch darauf zu, haben wir 3 momentan, Plündern 2, dementsprechend ist okay. Ausbildung ist momentan 2, das sind momentan 10 Punkte Zusatz, die wir haben. Bräuchten wir auch eigentlich erheblich mehr, also da müssten wir auch Richtung Stufe 5 eigentlich hin, aber naja. Spurenlesen ist momentan nur so, dass ich überhaupt eine Spur sehen möchte, dass ich sehen möchte, falls wer irgendwo lang geritten ist, dass ich mal ganz kurz einen Blick habe und den meisten Kram kriegen wir mit so gelöst. Also vielleicht Stufe 3 wäre noch ganz cool, aber ja, das ist was, wo man tatsächlich nicht richtig bräuchte. Taktik halte ich immer sowieso noch für, tatsächlich Anfangsvorteil. Erhöht Anfangsvorteil bei Schlachten alle Fähigkeitsstufen um 1. Alle 2 Fähigkeitsstufen um 1. Achso, den Anfangsvorteil bei jeden zweiten um 1 Punkt. Gut, da sollten wir vielleicht, hätten wir noch einen draufsetzen sollen, das hätte ich mal lesen sollen, dass das neuerdings hier so ist, weil sonst war es mal tatsächlich, dass sich immer um 1 erhöht hat, so viel du Taktik halt drin hast. Das ist tatsächlich alle 2 Punkte, das heißt also, ein zweiter hätte sich hier vielleicht noch gelohnt, ein dritter dann schon wieder nicht mehr. So, Fahrtfinden ist dann, glaube ich, die Geschwindigkeit des Trupps, da hätten wir auch noch ordentlich reinbuttern müssen eigentlich, unsere Geschwindigkeit ist nämlich echt tierisch langsam. Da bräuchten wir auch, boah, locker 4-5 Punkte, aber wo willst du die alle hernehmen? Das ist ja immer das Ding. So, Spähen haben wir 10, bräuchten wir auch mindestens 3 Punkte drin, auch nicht. Inventarverwaltung ist momentan okay, also wie gesagt, das ist auch mal, wie gesagt, dieser Schritt mit dem Plündern, da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Wundbehandlung 1 müsste eigentlich auf 3, Chirurgie auf 3 und Erste Hilfe auf 3, damit würden wir auf jeden Fall auch besser fahren, sage ich euch ganz klar, Konstrukteurswert. Ist natürlich, was Bau von Belagerungsausrüstung angeht, nicht irrelevant. Momentan waren wir ja nicht so richtig in der Lage, aber das wäre, also ich sag mal auch, es wäre später noch definitiv noch was von Belang gewesen. Dann hätten wir da auch sehen müssen, dass wir einen höheren Konstrukteurswert noch zusammenbekommen hätten. Also da hätten wir auch auf jeden Fall 5 definitiv gemusst. Überzeugungskraft 4 ist auf jeden Fall schon sehr gut gewesen. Damit kommen auf jeden Fall schon mal Leute auf unseren Standpunkt. Gefangenenverwaltung ist 1 auch echt mickrig. Also da muss man auch sagen, Gefangenenverwaltung hätten wir definitiv auch noch auf 3 ausbauen sollen. Führungskraft 4 ist okay, Handel 4 ist top, damit kommen wir auf jeden Fall hin. Aber die Punkte brauchen wir einfach, in der Truppengröße haben wir sowieso schon so ein Problem mit, deswegen brauchen wir die. Und Handel, Freunde, ja einfach aus den Gründen heraus, wir brauchen halt die Kohle und von daher ist das okay. Dass wir da auch einfach mal 20%, ne, 20% Handelsabzüge haben durch reduziert. Also da, das ist tatsächlich, das rechnet sich schon zusammen. Also auf die ganzen Waren, das ist schon echt ein bisschen Geld. Muss man ganz klar so sagen. So, gucken wir mal auf die Waffenfertigkeiten drauf. Also Einhandwaffen haben wir, haben natürlich, wir haben 3 Waffengattungen halt primär bedient. Den Rest haben wir so nebenbei ein bisschen geskillt. Also wir haben Einhandwaffen 174. Da ist natürlich auch noch Luft nach oben. Wäre auch noch mehr gegangen, aber wir haben uns selten auch einen Nahkampf wickeln lassen. Zweihandstangen und Bogenschießen sind 60, Freunde. Das sind halt so Werte, die haben wir halt zum Beispiel in Warband viel auch geübt durch einfach diese Turniere, weil da kriegst du so random eine Waffe in der Hand und dann musst du es damit machen. So, weißt du, das war dieses Tu es. Prinzip. So, und dementsprechend haben wir das natürlich jetzt hier nicht. Bogenschießen war natürlich was anderes, so, das ist jetzt dieses Mal durch die Feuerwaffen abgedeckt. Die Feuerwaffen sind natürlich unser primäres Ding, 244.
Ich weiß gar nicht, wie weit waren wir bei 2 Handwaffen? Ich glaube, Richtung 320 war das, glaube ich. Also da sind wir auf jeden Fall schon relativ nah dran, was die Feuerwaffen angeht. Anhand unserer Primärwaffe das letzte Mal war wieder 2 Handwaffe und da war es irgendwas Richtung 320, glaube ich. Irgendwas zwischen 320 und 350. Und dementsprechend, also da sind wir schon recht nah dran gekommen. Also da haben wir gut bedient. Wie gesagt, die eine Waffe hätten noch ein paar Punkte mehr sein können. Das mal so 40, 50 Punkte, die wir da noch bräuchten, so bis es echt ordentlich genug funktioniert. Ja, und Granaten werfen, ist halt eine kostspielige Angelegenheit. Also das machst du nicht jeden Tag quasi. So, und da sind wir jetzt mit 100 mittlerweile schon ganz gut dabei. Müsste aber halt auch noch mehr werden, weil wir haben halt immer noch. Also wer sich noch an die Granatenwürfe erinnert, also die sind ja immer unpräzise as fuck. Also da muss es tatsächlich, da müsste sich noch, hätte sie noch was tun müssen in diesem LP, sagen wir so, damit wir da auf jeden Fall ja noch ordentlich was zusammenbekommen hätten. Gut, das war's dann aus diesem Fenster heraus und dann haben wir es tatsächlich nur ein Fenster, Freunde, was dann noch abgeht, bevor wir dann noch mal einmal kurz auf die Karte blicken und uns darum kümmern. Hier können wir ein bisschen was machen. Das heißt, hier werde ich sogar tatsächlich nochmal aus ästhetischen Gründen nochmal dafür sorgen, dass wir hier das Ganze nochmal zusammengebogen kriegen. Also momentan einen Kriegsherrn, den können wir noch verkaufen, um sozusagen ein bisschen Geld zu machen, der jetzt natürlich bei uns nochmal drin sitzt. Machen wir jetzt auch einfach mal Sekunde. Ich finde, man sollte euch freilassen gegen Lösegeld, 3.000 Taler. Gut, jetzt haben wir tatsächlich unsere 50.000 Taler auch tatsächlich zusammen, wovon ich mal geredet habe. So, unsere Truppe trägt momentan 53 Leute, da ist natürlich ein bisschen Lücke mit bei. Ihr wisst ja immer, wir hatten immer das Problem auch, dass wir häufig, also gerade in dem einen Stream sind wir so unfassbar vielen Gegner gerannt. Das war das einfach wie das Genick gebrochen, muss man ganz klar sagen. Da war ich auch vielleicht ein bisschen zu übereifrig. Das hätte ich anders lösen können. Also, das war so gesehen nicht schön. Ja, was haben wir zusammengekratzt? Also, wir haben dieses Mal zwei Helden an unserer Seite: einmal Fatima, einmal Bavara, also zwei Frauen sozusagen, die wir noch mit dem Sturm geschleppt haben. Die wir aber, muss man auch auf der anderen Seite sagen, tatsächlich jetzt uns nicht so intensivst drum gekümmert haben. Es lag einfach daran, dass wir selber halt nicht ordentlich vollständig waren. Also, sobald wir halt selber vollständig sind, habe ich auch ein bisschen besseren Blick für unsere Nebencharaktere. Und dementsprechend haben wir da natürlich. Es ist okay, wir können mal ganz kurz reingucken, nochmal eben fix hier Ausrüstung. Also, hier haben sie tatsächlich die Stahlschild, wie gesagt, weil die gehen auch halt öfter mal Nahkampf auch rein, dass sie das auf jeden Fall haben. Ja, also die Rüstung ist okay. Die unterliegt jetzt bei zumindest Vavara. Ne, wer ist denn das hier? Fatima? Wer bist denn du? Fatima, genau. Unterliegt da nicht gerade großartig unserer. Zumindest in groben Zügen, muss man ganz klar sagen. Sie hat halt ein bisschen. Ja, die Waffen sind eigentlich auch in Ordnung. Also es ist halt nicht on the top, aber es ist gut. Muss man halt sagen. Und damit muss man dann auch. Da muss man auch leben. So, und das ist okay. Bei Vara muss man mal schauen. Da war ich, glaube ich, ein bisschen schwieriger unterwegs, genau. Ja, hier ist okay. Also man konnte damit leben, aber auch Waffe zum Beispiel verbogener Mikrolett-Karabiner, das geht halt besser. Und ja, also die hätte definitiv nur ein, zwei, drei Sachen gebraucht. Die hat auch zu anderen auch zum Beispiel immer die Lastpferd mit dabei. Darf man ganz kurz gucken, wie sieht es mit dem Reiten aus mittlerweile. Zumindest 2 Punkte, also ein bisschen, zumindest irgendein Pferd kriegt sie mittlerweile schon wahrscheinlich auf die Kette. Aber ja, also da ist tatsächlich, bei der ist zum Beispiel eine ordentliche Lücke. Und wie gesagt, das ist aber so ein Ding, da habe ich immer im ersten Blick drauf, sobald wir halt selber gut dastehen. Und ja. Außerdem vielleicht definitiv, also ein bis zwei Helden hätte ich noch ganz gern gehabt, hätte man mal ein bisschen abchecken müssen, noch was für Helden jetzt noch drin gewesen wären. Ich hätte als nächstes natürlich auch mal ganz gern männlichen Helden nochmal rangeholt, weil halt momentan hier die Frauenquote recht hoch ist, um genau zu sein 2 zu 0, dass wir da auf jeden Fall etwas ranbekommen. Also hier zumindest, was Frauen angeht, kann man sich gerade nicht beklagen bei uns im Tross. Aber ja, das dazu. Ja, ansonsten kleppen wir natürlich halt diese Mixtur auf uns rum zwischen polnischen und europäischen Söldnergrenadieren. Also hier haben wir einmal die europäischen, ja, mit der Hellebarde vor allem ausgerüstet und dazu halt dann eine sehr ordentliche Muskete, die sie am Start haben. Darf ich mal ganz kurz ein Termin bei euch selbst nehmen? Also Muskete sicher nicht, aber Level 20 sind die halt unterwegs, 105er, was Fernkampfwaffen angeht. Ja, wir haben mal 2 Handwaffen, das ist eine Stangenwaffe, ne? Ich glaube, die Hellebarde ist eine Stangenwaffe, 85 auf Stangenwaffen. Ja, also damit kriegen wir auf jeden Fall was auf der Kette. Die Jungs sind nicht so übel, was das angeht. Ja, dann hast du halt noch natürlich die europäischen Söldnergrenadiere. Die sind natürlich. Also, ich finde die einfach von der Rüstung her. Die haben auch eine mega geile Rüstung eigentlich. Also, ich sag mal so, wenn ihr da jetzt ankommt und mit dem Schwert drauf einschlagt, die Jungs sind top gerüstet. Also, bei Schweden machst du ja schon wenig Schaden, aber diese Dinger sind echt, glaube ich, ziemlich übel. Also, da kriegst du, glaube ich, echt kaum irgendwas reingesetzt, wenn du da auf der Brust zielst oder auf den Schädel.
Also das ist schon echt hart. Jetzt sind halt, was Feuerwaffen angeht, den schwedischen Kollegen ein bisschen unterlegen, sind dafür, ja, haben Nahkampf, Einhandwaffen 87 ist auch nicht so ultra prickelnd. Wie gesagt, die bestechen durch ein bisschen mehr Rüstung, vor allem auch, ihr seht es hier noch mit 61 Gesundheit, auch durch ein bisschen mehr Leben. Also die Jungs gehen halt nicht so schnell Platz, sind dafür aber im Kampf jetzt nicht so ultra prickelnd. Also schon immer noch geil, also wir reden hier immer noch, also hier reden wir wirklich on the top level, reden wir, finde ich immer noch, muss man ganz klar sagen. Das sind halt Elite-Einheiten wirklich, also wir reden hier schon wirklich auf dem höchsten Niveau, also das Mecker auf ganz hohem Niveau, aber die Schweden sind halt ein Stückchen drüber. So ist, was ich meine. Und dementsprechend, ja, ist halt so, ne? Ich will auch mal überlegen, also sollte ich die Spiele nochmal irgendwann irgendwie wieder anwerfen, aus irgendwelchen Gründen, möchte ich nochmal ganz gerne versuchen, wirklich doch nochmal eine Kavallerie-Armee zusammenzustellen, aber ich habe halt, also wirklich aus polnischen Husaren dann ganz gezielt, um mir aus polnischen Husaren da was zurecht zu basteln, aber damit fliegst du, glaube ich, halt auch zu mir immer auf der Fresse, weil einfach, wenn du darauf zureitest, auf eine Armee, sag mal, 100 Mann, 110 Mann, ja, also nehmen wir an, wir haben eine Truppengröße, jetzt wir haben unsere Truppe voll, so 80 und reitest aus auf 110 Mann, da verlierst einfach so viel bei diesen Metern bis dahin. Danach ist okay, danach gewinnst du das Ding, aber diese Meter bis dahin, das tut so richtig, richtig weh. Aber naja, das ist noch eine andere Geschichte. Gut, wir haben dann noch ein paar Truppenfähigkeiten, da müssen wir natürlich drauf gucken. Also, wir haben natürlich ein paar Boni natürlich durch unsere Helfer bekommen. Das sehen wir zum Beispiel, also de facto haben wir gar nicht Handel sogar 4, wir haben de facto sogar Handeln 5. Wir haben genauso Konstrukteur übrigens schon 3, das ist gar nicht so übel. Wir haben sogar Plünderung 3. Also, das ist tatsächlich die Bonusfähigkeiten, die wir bekommen. Plus Fatima hat noch ganz gut Wundbehandlung, 2 Punkte. Also, das beherrscht sie da nochmal dazu, was sie da nochmal hier für die Truppe nochmal mit reinbringt. Also, das ist schon ganz gut. Da kriegen wir sozusagen noch ein paar Bonusfähigkeiten dazu. Hatte ich so auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber ist mal ganz schön zu wissen auf jeden Fall. Ja, wir haben noch 2 Ergänzungstruppen mit dabei, einen Schwertkämpfer und einen Musketier-Veteran. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie sieht der Schwertkämpfer aus. 155, nee, das ist 2 Waffensekunde, 135 ist richtig, genau. Also bringt der quasi mit. Ja, ist halt natürlich klar, aber er ist halt, sobald du quasi mit dem Jungen natürlich Reichweite bist, ist natürlich richtig krass, was der auf dem Schirm hat. Aber du musst halt erst mal mit dem Reichweite kommen, ne? Also das ist so ein bisschen der Punkt. Also wenn du mit dem nicht in Reichweite bist, dann, wie gesagt, ist halt Nahkämpfer. Das ist dann halt Freiwild. Gut, okidoki. So, dann ist noch ein paar abschließender Blick auf die Karte drauf, dass wir das nochmal fürs LP geklärt haben. Also was haben wir gemacht hier? Wir haben hier im Norden mit den Schweden haben es geschafft, Pleskau zu nehmen. Das heißt hier sozusagen plus eine Stadt. Hier minus eine Burg, Festung Kaun haben sich die Polen geholt. Ich weiß nicht mehr, wie das mit Mydalelsk und Polosk war, ob das tatsächlich automatisch schon schwedischer Besitz war oder nicht. Das ist mal was, das müsste ich nochmal nachschauen, das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Ja, hier im Süden, Burg Lieder, ich glaube, das war tatsächlich schon so eine natürliche Grenze soweit. Tschernischwi haben wir noch zugeholt. Also ich sag mal, plus 2 Städte, minus eine Burg. Zumindest jetzt meine akute Rechnung. Ich sag mal konservative Rechnung, weil ich nicht weiß, wozu die gehört haben. Also konservative Rechnung ist sozusagen, ja, also wenn wir eine Burg mit einem Faktor 0,5 berechnen und die Stadt mit einem Faktor von 1 und bei plus 1,5, also tatsächlich insgesamt doch erfolgreich so gewesen, so schwer das zwischendurch auch ganz klar war, muss man sagen. Also das lief zwischendurch auch echt nicht schön für uns, ne? Also gerade diese 3 Frontenkriege sind echt grässlich gewesen und ja, von daher hat sich Schweden als eine recht aggressive Macht wirklich entpuppt, die wirklich immer mit jedem und allem im Clinch war. Das war tatsächlich nicht so schön, aber ja, wie gesagt, wir haben tatsächlich noch ordentlich Profit rausgeschlagen. Die Russen haben minus eine Stadt, plus eine Stadt, plus, ich glaube, noch, nee, Reschev, war das, wozu gehörte die? Nee, ich glaube, die gehört tatsächlich schon zu Russland selbst dazu. Also sozusagen hier oben im Norden ausgeglichen, dafür im Süden dann nochmal eine Burg dazu gewonnen. Hier noch irgendwas, nee, plus eine Burg für die Russen. Also so abgegangen sind die tatsächlich auch nicht. Aber das ist auf jeden Fall okay. Bei den Kosaken muss man sagen, die haben eingeboost auf jeden Fall. Minus eine Festung, minus eine Stadt, eine Festung. Ist das, glaube ich, bei denen die Bilanz. Ja, genau, minus eine Stadt, eine Festung. Ich weiß nicht, Kielbrunn war das schon immer Krimkanat. Können vielleicht sogar minus 2 Burgen und minus eine Stadt sein. Also sozusagen Faktor vielleicht sogar von bis zu minus 2. Ja, dann die Krim-Tataren haben eine Burg verloren, haben dafür 2 Burgen gewonnen, also plus eine Burg haben wir hier zu verzeichnen. Ackermann, das ist tatsächlich noch ein Tausch, genau, also eine Burg zu verzeichnen. Das heißt, sie haben 2 Burgen, eine Stadt verloren, nee, sie haben eine Burg,
eine Stadt verloren und zwei Burgen gewonnen. Genau so ist es, weil tatsächlich, da muss man dann doch den Kosaken noch zugutehalten, sie haben tatsächlich nur Ackermann da eingenommen. Das habe ich nicht gesehen, genauso wie die Festung. Oh, hier die Festung auch nach unten. Okay, doch gar nicht so schlecht, also die Kosaken sehen gar nicht so schlecht aus. Da ich jetzt tatsächlich, glaube ich, die Krim-Tataren eher ein wenig überschätze, weil die Kosaken machen auch eine gute Arbeit sogar. Ja, was bei den Polen? Die Polen haben eine Festung verloren, die Polen haben eine Festung hier oben im Norden gewonnen und beim Rest weiß ich halt nicht, wie der Sachstand hier war so richtig. Also von daher, ich glaube, die haben sich die Waage hier zumindest gehalten, haben natürlich Smolensk verloren. Das ist natürlich das dicke Brett, was sie zu bohren haben. Also minus Smolensk sind sie auf jeden Fall dann bei einer verlorenen Stadt. So muss man sagen. Also wir tatsächlich eher Kriegsgewinner, die Russen Kriegsgewinner, die Kosaken möchte ich jetzt tatsächlich auch als Kriegsgewinner bezeichnen. Die Krim-Tataren sogar sind tatsächlich leichte Verlierer, obwohl ich es denen gar nicht so zugetraut hätte. Genauso wie die Polen halt auch leichte Verlierer sind. Aber wir sind tatsächlich auch nicht irgendwo in der Situation, wo wir jetzt mittlerweile schon eine Nation so richtig am Rande des K.O.s hatten oder haben. Also muss jetzt sagen, dadurch, dass jetzt Smolensk halt eine russische Hand ist, ist es halt so, könnte man eine gezielte Offensive gegen die Polen fahren. Sag ich, sind das momentan das bedrohteste Volk. Wenn du das halt gescheit hinkriegen würdest, aber auch die Feldzüge liefen immer so ein bisschen tralala. Also das war auch nicht... War auch immer nicht so ganz, so ganz richtig gut organisiert. Also da waren die Feldzüge, gut, bei Mondrian Warband, ich glaube, die verherrliche ich gerade so ein bisschen, weil die waren auch eigentlich nicht immer so dolle. Also das lief mal besser, mal schlechter, aber da hattest du zwischendurch halt mal wirklich eine Kette gehabt, wo du einfach mal richtig in die Offensive gegangen bist und dir zwischendurch mal zwei Bogen in die Stadt gezogen hast, wirklich in einem Feldzug. So, und das hast du halt hier gar nicht gehabt. Also wenn du hier mal gegangen bist, dann hast du die erste Burg geholt und das auch noch mit Glück, wenn du es geschafft hast und dann... Ich glaube, einmal haben wir uns sogar, glaube ich, noch versucht, eine zweite zu holen, aber ich glaube, das ging auch schon wieder instant schief oder so. Also diese Feldzüge, die waren tatsächlich so ein bisschen echt für die Katz. Ja, gut, okidoki. Aber ich glaube, das war's dann tatsächlich. Mit einem Blick zur Uhr haben wir auch alles hier tatsächlich noch Zeit verquatscht. Also jetzt zum Abschluss nochmal so eine kleine Statistikenfolge. Ja, ihr könnt mir ganz gerne auch mal euer Feedback in die Kommentaren da lassen. Ich würde es mir natürlich nochmal wünschen, dass ihr mir auch mal ein bisschen berichtet, wie hat euch das LP als solches so gefallen. Wie gesagt, ich habe ja schon vorangekündigt gehabt, dass es so ausgelegt ist, wie es ausgelegt jetzt war. Könnt ihr mir einfach mal in die Kommentare reinknallen. Wart damit zufrieden? Wie schaut es auch aus mit den Livestreams, die wir zwischendurch mal gebracht haben? Davon auch, glaube ich, zwei oder drei Stück. Das heißt sozusagen da nochmal ein bisschen mehr Videomaterial eigentlich. Also ich denke mal, wenn man das hochrechnet, kommen dann tatsächlich auf jeden Fall auf diese 50 Folgen, die wir quasi einmal abgespult haben hier in diesem LP. Und was sagt ihr denn so dazu? Und was sagt ihr auch so zur LP-Länge jetzt insgesamt? Also ich muss nochmal ganz kurz, um vielleicht dazu nochmal irgendwas loszuwerden. Die LP-Länge... Ich mag es halt nicht, wenn ich Projekte aufhöre, bevor sie so richtig zu Ende sind, aber in diesem Fall war es, wie gesagt, halt gecallt. Also, wenn man jetzt erstmal so vorneweg sagt, man macht ein LP mit 50 Folgen. Mit 50 Folgen ist es für YouTube-Verhältnisse, das möchte ich nochmal ganz klar erwähnen, ist das momentan, so wie ich momentan diese Gaming-Szene ein bisschen verfolge, sind 50 Folgen schon echt viel. Also da sind 50 Folgen schon ein richtiges Gewicht, was du in der Waagschale wirfst. So, weil was ich momentan so sehe und mitkriege, ist immer, dass Projekte gern mal so nach, ich sag mal Folge 20, 30, werden die gern mal angestammt von vielen Seiten. Und das auch ohne immer so große Begründung und einfach so von wegen, ja, wir machen jetzt was Neues, Cross-Click-mäßig lohnt sich's. Und das mag ich persönlich eigentlich gar nicht und ich liebe es ja eher, wenn tatsächlich Folgen so ein bisschen ausgebastelt werden. Aber man muss auch sagen, für dieses LP, 50 Folgen haben dafür, also so richtig, um das fertig zu machen, aber das wusste ich auch vorher schon, reichen 50 Folgen nicht. So, also es ist kaum auch, es sind nicht viele Spiele, wo du mit 50 Folgen hinkommst. So, also müssen wir schauen, wie lange F1 geht noch. Das ist ja noch ein bisschen so eine Sache. Da bin ich ja zum Beispiel noch am gucken. Für diejenigen, die F1 jetzt nicht verfolgen, ist das natürlich irrelevant. Aber für diejenigen, die es gucken, nochmal ganz kurz da vielleicht. Also, das ist auch so ein bisschen der Stand Dinge. Wir können halt sozusagen da dieses Jahr die Fahrerweltmeisterschaft holen. Kann aber auch sein, dass es einfach noch vielleicht ein Jahr zieht und wir noch eine Bonussaison brauchen. Aber ja, selbst mit der, selbst sozusagen sollte noch die Saison darauf noch vonnöten sein. Kommen wir da wahrscheinlich auch nicht über die 70 Folgen hinaus. Also da kommst du vielleicht wirklich mit 70 hin. So. Aber das Ding ist halt extrem aufwendig und hat halt auch eine längere Durchschnittslänge und hat halt ein bisschen anderes Prinzip jetzt als zum Beispiel das jetzt hier. Und ich kann euch sagen, zum Beispiel, also Mountain Blade, Fire and Sword, wenn wir das vernünftig durchhaben wollten, ist immer so eine Sache, wie viele Rückschläge man kassiert. Ne? Das ist noch wieder so ein bisschen ein Nebenpunkt. Also ich dachte, wir wären eigentlich auch schon mit dem Berg hinweg gewesen, als wir in Rehwald dann unsere 100.000 Taler liegen hatten. Aber da habe ich mich halt geirrt. War halt nicht so und deswegen muss man mal schauen, also ich glaube, ja, ist halt immer eine Sache, also sobald halt eine Nation auch so ein bisschen vom Parkett verschwindet und eine Nation so ein bisschen die Übermacht übernimmt, ab da kommt die Geschichte dann ein bisschen besser ins Rollen
Weil dann, also dann wird es nur immer holprig, dann wenn sie alle Nationen wirklich gegen einstellen. Also nehmen wir jetzt mal an, wir hätten es geschafft, irgendwie die Polen zu besiegen. Und ein Großteil Polen, sagen wir ungefähr bis hierhin, sagen wir mal so, dass diese Grenze einfach alles unseres ist. Dann wären wir verdammt mächtig gewesen. Dann wären wir so mächtig gewesen, dass es tatsächlich echt schwierig geworden wäre, für eine Nation uns nochmal irgendwie wirklich gefährlich zu werden. Also ich sag mal, maximal dann wirklich, wenn sie alle zusammengeschmissen hätten, dann wären wir wirklich nochmal wieder in Stotter gekommen. Aber dann so ab da kann man dann sagen, ist dann so ein bisschen Sand, die Würfel so ein bisschen gefallen. Und dementsprechend, ich sag mal, wir hätten wahrscheinlich ähnlich lange gebraucht wie bei Warband, aber... Ja, vielleicht ein bisschen weniger. Also ich sag mal, aber bis Folge 100 hätte sie auf jeden Fall laufen müssen. Also sag mal, doppelt so lang wie jetzt. Bis dahin hätten wir auf jeden Fall einen Stand erreicht, wo man deutlich hätte mehr Klartext sprechen können. Also jetzt ist momentan halt die Situation noch recht zerfahren. Wenngleich so ein bisschen die ersten Bewegungen man es halt schon gesehen hat und jetzt auch gesehen hat, dass die Schweden langsam bis auf Beine kamen. Aber naja, das alles dazu. Wie gesagt, ihr könnt mir mal eure Meinung da auf jeden Fall in die Kommentare zu lassen. Ansonsten möchte ich jetzt auch gar nicht mehr lange fackeln. Ich habe jetzt schon wieder die 40 Minuten hier auf jeden Fall voll gemacht und dementsprechend, ja, würde ich sagen, also war es das dann von meiner Seite aus. Das war es mit diesem Projekt Asmund Blade, Fine Sword. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen, Leute. Es war mir auf jeden Fall ein Vergnügen, euch das Spiel zu präsentieren. Und ja, man weiß, wie gesagt, ja nicht, wie es dann demnächst weitergeht, aber... Sobald Bannerlord draußen ist, wie gesagt, Freunde, kommt dieses Game als solches und dieses Spielprinzip auf jeden Fall auf dem Kanal wieder drauf. Gut, okidoki. Ja, wie gesagt, bin gespannt auf eure Kommentare, wünsche euch ansonsten einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, dieses LP hat mir auf jeden Fall Freude bereitet. Ich hoffe, euch da draußen auch und dementsprechend also sehen wir uns dann zumindest für die reinen Mountain Blade-Zuschauer, denke ich mal, in, ja, je nachdem. Also jetzt offiziell planmäßig wahrscheinlich so 2 Monaten wieder. Wie gesagt, was Verschiebung angeht, ich rechne ja frühestens mit Herbst eigentlich, weil es kann nicht sein, dass das Ding nicht nochmal verschoben wird. Aber auf jeden Fall, ich bin mir auch ziemlich sicher, dann doch dieses Jahr werden wir uns trotzdem auf jeden Fall noch sehen. Und ja, das war es dann von meiner Seite aus. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann bei einem der anderen Projekte wieder, vielleicht dann auch Mount & Blade Bannerlord in ein paar Wochen schon. Und dann dementsprechend würde ich sagen, wünsche ich euch Leute auch einen schönen Tag, halt die Ohren steif, haut rein und ciao. Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 Euro geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.